rufen, ne? So, Malinowka und... Was? Nein? Was machen die denn da? Hallo und recht herzlich willkommen wieder hier in World of Tanks. Mein Name ist Stefan und ja, es gibt ein Update auf 1.26, ne? Und jetzt gerade eben lade ich noch die Pro-Mods-Aktualisierung rein, damit es auch halbwegs so aussieht wie davor. Und gleich zu Beginn kann ich euch mal sagen, ab rein in die Kommentare, was haltet ihr von den aktuellen Patch Notes oder was die neuen Veränderungen mit sich gebracht haben. Ich begrüße auch den Enrico im Chat. Ja, neue Folgen jetzt im neuen Battle Pass. Ich habe mir schon überlegt, welchen nehme ich. Schreibt auch rein, welchen nehmt ihr, welchen Battle Pass Reihe. Ich weiß jetzt schon, ich werde nicht alle drei durchspielen können. Somit werde ich mich wieder erstmal auf eins fokussieren. Oder zumindest ich gehe davon aus, dass ich es nicht schaffe, um mir einfach keinen Druck da zu machen, weil ihr wisst selber, ich bin jetzt nicht mehr jeden Tag im Spiel drinnen, aber ich versuche jeden Tag Content für euch hochzuladen, damit ihr auch was zum Meckern habt, wie ich spiele. Und ja, im Hintergrund wird das Spiel gerade gestartet und ich bin gespannt, weil es muss wieder einen Neustart machen wegen Promods. Ich habe jetzt im letzten Livestream oder auch in den aktuellen Folgen, die jetzt gerade noch laufen, wo ich jetzt ein bisschen quasi vorarbeite, einige Panzer jetzt auf Stufe 5 auf Elite bekommen. Es fehlen, glaube ich, noch zwei Panzer, um dann auf 5 wirklich alle auf Elite zu bekommen. Oder sich alle auf ab. Und zwar, das ist der KV-1 und der Wolverine. Genau. Und die werde ich heute auch wieder bespielen, je nachdem, wer eventuell auch in den Chat kommt oder aus dem Chat kommt mit mir und mitfährt, kann es auch sein, dass ich vielleicht auf 6 wechsle. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber das ist so der Plan für heute. Und mal schauen, ob das klappt. So, jetzt machen wir mal hier wieder einen Neustart, weil es ist immer so bei Promods, wenn man nicht... den Original-Launcher hat, sondern über Steam gibt es bei mir so, dann kann der Neustart von Promods nicht funktionieren. Ich muss wieder manuell über Steam starten. Aber dann geht es auch gleich los. Und Wargaming tut alles. So. Ja. Ich kann schon mal ins Live-Bild übergehen. Da sehen wir schon. Und zwar, ich kann euch schon mal eins sagen. Es ist die deutsche Linie, die ich jetzt quasi hier im Battle Pass durchmache. Und da bin ich gespannt. Es geht ja, glaube ich, um 7, oder? Wenn ich gleich mal nochmal angucken und euch nochmal zeigen, weil hier das alles geladen hat. So. Und es geht um Elektro, ist ja klar, ne? Alles ne? E-Mobilität. Ich weiß nur nicht, ob die Subvention vom Staat auch hier bei World of Tanks funktioniert für die Panzer. Wer es ausprobieren möchte, der soll gerne auch in die Kommentare reinschreiben, ob es geklappt hat, ob er eine Subvention bekommen hat, um einen deutschen oder einen sonstigen E-Panzer zu erwerben. Würde mich wirklich brennend interessieren. E-Mobilität ist wichtig, ne? Was ich nur vermisse, ist, dass die Panzer Solarpaneele bekommen als Schutz, ne? Egal. So, hier sind wir auf jeden Fall. So, hier Battle Pass Stufe 1. Und es ist der Panzerkampfwagen 7. Ja. Ein Heavy. Den habe ich mir ausgesucht. Mal gucken, ob ich den schaffe. So wie den Conqueror. Den Krokodil, den ich habe. Six aus dem letzten Pass. So. Also,
wie ihr auch hier unten seht, Sherman Elite. VK 30 auch Elite. 10 RBFM ist ja eh Premium. Churchill auf Elite und nur der M10 Wolverine und KV1 ist drin. So, der KV1 hat den längsten Weg. Zum Thema hier glaube ich noch genau 26.000 brauche ich noch. Und da würde ich sagen, starte ich gleich mal mit dem und versuche, also den Nachschub. Lass mal schauen, dass ich den Nachschub. Hey Steiner, servus, Abend, willkommen. Oh, das funktioniert wieder mal semi-professionell. Na? Da. Immer schön gucken nach dem Nachschub, dass man auch es erhält, was man so braucht. Und was gibt es denn das? Kreditpunkte 20.000. Nicht schlecht. So, dann KV1 Gefecht. Los geht's. Gleich mal auch die Reserven starten. Ah, es geht schon los. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, hier auf Malinowka. Das funktioniert gut. Der Service aktiviert. Und dann gehen wir mal Richtung Mühle hoch, ne? Klassischer Weg. Wir sind Fünfer. Hier. KV1, KV1 SA, T1 Heavy und wir haben Mitsu und T14. Mal gucken, ob wir da was reißen. Schon mal hier rein, okay. Da wäre es wahrscheinlich doch besser gewesen. Dann in die Baubrei rein, bevor der erste Light eventuell hier auftaucht. Das Tolle ist, dass drei Lights sich in der Mitte getroffen haben. Was meint ihr, wie schön es wäre, wenn wir hier ja. Light on Hill please. So. Mal gucken, ob die das hören. Mitsu fährt da hoch. Die 14 ist unten geblieben. Also Mitte ist schon mal oben. Oder gleich zumindest. Die 1 Heavy schon mal weg. Sehr schön. Da kommt der Lux. Macht da nicht viel. Oder?
Was heftig hier. Das ist nicht so gut. Was hier Fehler? Nein! Neues Patch und hier Fehler. Oh, das ist ärgerlich. Das ist mal ärgerlich. Ja. Oh. Speist bitte das Spiel raus. Das war jetzt. Danke, Patch. Ahnung, hatte ich so noch nie. Unglaublich. Ja, jetzt wird wahrscheinlich der Hill verloren gehen. Ist auch schwierig. Aber ich habe mir schon gedacht, als ich die Lights in der Mitte gesehen habe, wird schwierig. Es geht nur damit zu hoch. Keine Unterstützung von Medien. Tja. Da hätte ich einfach im Wald unten bleiben sollen und warten und vielleicht den Mitsu dann zurückrufen, ne? So, Malinowka und... Was? Nein? Was machen die denn da? Okay. Das nennt man Panzerung. Und hier willkommen. So. Hier den Schutz haben. So, geschafft. Der ist auch draußen. Wow, 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 wow. So, jetzt bin ich mal gespannt. Den nimmt sie raus. Und ich fahre volle Pulle runter. Richtung Grill.
Ah, der Sentinel. Leider konnte ich ihn nicht aufdecken. Aber ich denke mal, man muss sagen, Glück, dass ich trotzdem noch im Spiel bin, obwohl ich rausgeflogen bin und dann noch den einen anderen hier glücklich ausgenommen habe, beziehungsweise hier mit 1593 Spotting Points. Ja klar, der KV1 ist ein typischer TD, TD sage ich schon, Light, der natürlich die Spotting Punkte rausholt. Ah, da ist der Bösewicht. Er ist draußen. Da ist nur noch die Grille. Die ist auch gleich da. Und ist auch gleich weg. Also. Nicht schlecht, ne? Vor allem, man muss sich überlegen, das Skoda war dann, glaube ich, neben mir und hat mich nicht rausnehmen können, obwohl ich offline war. Also KV1 gefällt mir. Ja. Hattet ihr auch so tolle Runden heute? Ja, das war jetzt ein wirklich, wirklich gutes Ergebnis. Von der Erfahrung her nicht so gut. Vom Schaden auch nicht so gut. Aber man muss schon sagen, mit 1593 Spotting-Punkte auch nicht schlecht. Hier natürlich Minus. Aber wenn man sieht, der Speer, den habe ich wieder. Tagessieg, sehr schön. Und der Ladeschütze hat einen neuen Vorteil. So, und der Ladeschütze. Vorahnung, hat man mir gesagt. Zum schneller nachladen. Dann machen wir das doch. Genau. Danach wird wahrscheinlich der Funke kommen. Na, der ist noch nicht ganz fertig, aber so gut wie. Weil dann haben alle Waffenbrüder, ne? So, dann gleich mal ab ins nächste Gefecht. Mit Hoffnung, dass es nicht abstürzt, ne? Eine kurze Frage an Steiner. Enrico, ich glaube, du warst zu früh dran. Hast du die Willkommensnachricht unten eingeblendet bekommen, dass du was im Chat reingeschrieben hast? Bei manchen habe ich das Gefühl, dass mein Streamport, obwohl er an ist, es nicht macht. So, jetzt mal gucken, wir essen eigentlich gerade online. Wir sind Oso. Ah. Ah ja. White Park. Sechster Gefecht. Gucken, ob ich da wieder eine gute Position bekomme. Es ist halt eine breite Straße und dann muss ich gucken, ob ich da mich gut positionieren kann. Aber ich bin ehrlich, ich muss nicht vorne mit dabei sein. Es langt, wenn ich so auf H2-Ebene da hinten wieder durchschaue und dann halt einfach nach vorne ziehe. Hier. Danke. VK36 fährt vor. Und Churchill 3, genau. Und dann bin ich mal hier. So, Treffer blind mal. Ob die vom Hell da runterkommen, glaube ich. Blick halten. Die kommen tatsächlich die Straße runter.
Das ist 1000, okay. Vielleicht außer Sicht. Wo ist der Churchill? Da hinten, gell? So, draußen. Was? Ei, ei, ei. Oh. Auch draußen. Mit dem 6, den kriegen wir auch noch irgendwie. Auch draußen, so. Was sieht die Gerüste da? Ist auch erledigt. Dann weiter vor. Alle auf, genau, die sind alle darüber gefahren. Dürften nicht mehr da sein. Okay, das ist auch ein Space hier. Erledigt. Noch zwei. Nur noch einer. Der ist ganz unten. Okay. Und ist auch erledigt. So. Drei Kills. 870 Schaden. Mein Ziel mit Strukturpunkten, die 48 Übertünchen, wieder geschafft. Ah ja. Was habe ich diesmal bekommen? Schläger. Jungsfeuer, klar, kennt man. Duellant. Das ist bombensicher. Ja, okay. Und dann Klasse 3. Okay, und das hat für den Funker gereicht. Genau. Na gut. Oh, das heißt, er darf wieder sich was aussuchen. Gar nicht so gut. Erfahrung Platz 5 ist doch nicht schlecht. Also der Funker weiß sich, ne? Aussehen. Genau. Oh ja. So schlecht sieht es hier nicht aus.
So, jetzt sind noch die Franzosen noch nicht ausgegeben, gell? Nein, da kann man mal bei dem M10. Da ist doch das Charles de Gaulle drauf, gell? Das passt. Okay. Halt. AV1. Weiter mit dir.